So, liebe Leute, da sind wir wieder zu Feuerwehr 2014. Und zwar die nächste Folge. Ja, keine Ahnung, welche Folge das jetzt schon ist. So, wir würden jetzt gerne uns ausstempeln. Pass doch auf, wo du hinläufst. Du kannst deine Schicht erst zum Schichtende um 8 Uhr morgens beenden. Ja, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Das ist ja jetzt kacke. Ich will jetzt nicht warten. Ja, ich komme also auf, ich komme kurz vor Feierabend noch einen Auftrag rein. Ja, der Kopierer des Grauens. So. Wie geht's? Alles senkrecht? Nein. So, erstmal abkübeln hier. Morgen. Ich hoffe, ich war auf Männerklo. Mensch. Alles senkrecht? Oh ja, war ich. Gut. Hey, wer bist du denn? Du siehst aus wie eine Frau. Bist du eine Frau? Nichts zu tun? Nein. Das ist keine Frau. So, 8.07 Uhr, wir können die Schicht beenden. Wie geht's? Was uns jetzt wohl wieder erwartet? Ja, danke. Schicht erfolgreich beendet. Au. Was kommt jetzt? Mittwoch, 11.25 Uhr, Rang Feuerwehrmann. Einteilung, TLF Florian 3. Wir sind schon lange nicht mehr befördert worden, fällt mir gerade auf. Von einem Bauernhof am Brunsdorfer Wald hat eine der Scheunen Feuer gefangen. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 3 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Okay, wir sind Florian 3. Steigen wir ein. Wir sind gerade schon richtig neben uns. Beeil dich! Ey, wir sind als Erster losgefahren. Naja, nicht als Erster, aber einer der Ersten sind wir losgefahren. So, das ist nämlich jetzt ganz cool. Jetzt sind wir mit Florian 3 unterwegs und wir müssen jetzt das Fahrzeug richtig einsetzen. Ist... ja, so nicht. Florian 3 ist eigentlich ein sehr cooles Auto. Wir müssen gleich nur gucken, ob wir die Spritze vorne einsetzen, weil das ist echt wichtig. Denn dieser Einsatz ist sehr anstrengend auf dem Bauernhof. Also ich kenne die meisten Aufträge schon. Wie gesagt, ich habe das schon mal fast durchgespielt. Und ja. So, die anderen sind schon alle da. Gibt es da einen Hydranten? Ja, da gibt es einen Hydranten. Wir müssen nämlich jetzt ganz genau aufpassen. Wir brauchen nämlich gleich einen Hydranten. Wir brauchen nämlich eine unendliche Wasserversorgung sozusagen für dieses Fahrzeug. Denn, wie gesagt, wir haben einmal die Kanone vorne dran, die sprühen muss, und wir haben einmal die selber, die halt auch noch los müssen und brauchen auch Wasser. Also der Einsatz ist jetzt ein bisschen größer und das ist ja das, was ich sage. Also da stehen jetzt 20 Feuerwehrautos gleich rum, die angeblich alle löschen, aber es passiert gar nichts. So, wir müssen jetzt hier, wir müssen noch weiter. Und ja, ist da vorne ein, ist der Einsatz. Wir machen gleich mal die Sirene aus. Und hier seht ihr schon, da brennt die Scheune. Hier steht der Feuerwehrwagen, Drehleiter und so weiter. Guck mal, hier steht alles rum.
So. Wir fangen schon mal an zu löschen mit dem Teil, aber wie gesagt, der Wassertank kann relativ schnell leer werden, deswegen müssen wir jetzt gucken. Hier ist irgendwo, soll hier ein Hydrant sein. Deswegen, wir laufen einmal rum. Ist eigentlich nicht die beste Idee jetzt, aber... Ja, über Zäune können wir wieder nicht hüpfen. Das ist jetzt scheiße. Hier brennt es auch schon. Das ist jetzt alles ein bisschen doof. Also wir müssen eigentlich einen Hydranten haben, weil wie gesagt, das Fahrzeug, der Tank geht, der Wassertank geht so schnell leer, dann... Warte, wir gucken. Wir gucken. Ihr seht, der ist echt busy. Wo ist denn jetzt hier? Warte. Toll, man wird voll geblendet, man sieht gar nichts gerade. Hier nicht. Wo ist das Ding? Aufzugentwickler, wir brauchen das. Ja, ist gut. Alter, komm, geht her. So, wir nehmen das Ding schon mal mit. Und wir gucken gleich mal. Eigentlich müsste das Ding hier irgendwo sein, aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist jetzt ein bisschen fail, also das weiß ich nicht. Okay, wir scheißen jetzt drauf. Wir müssen jetzt echt drauf scheißen, also das, sonst verkacken wir den Auftrag. Wir haben noch 5 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt hin. Aber benutzt nicht unseren Wassertank, sondern den Tank von dem anderen Fahrzeug. Und zwar von dem hier hinten oder irgendeinem, das ist ja kackegal. Und löschen damit ab. Denn... Okay, wir werden sowieso wahrscheinlich diesmal verkacken, weil ich zu lange gewartet habe. Das ist nämlich das, was ich meine. Wenn die jetzt wirklich löschen würden, die Feuerwehrmänner, die hier mit rumlaufen, ne? So, zum Beispiel hier, jetzt. Also ihr seht schon, das wird jetzt extrem schwierig, weil... Der Tank ist schon halb leer. Das Ding ist leer. Wir probieren jetzt mal, ob wir jetzt wirklich alle Fahrzeuge auch fahren können. Weil wenn wir nämlich das Ding hier fahren könnten, hätten wir nämlich einen großen Vorteil. Aber wir können ihn nicht benutzen. Das ist echt scheiße. Und der Tank ist auch halb leer. Wir haben denn nur noch einen Tank. Also dieser hier ist auch komplett leer. Das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt hier rein. Und jetzt können wir... Ich guck mal, wo die den Schlauch hinhalten, Alter. Die sind doch voll besoffen.
So, Tank leer. Jetzt können wir nur losrennen. Und noch das dritte Fahrzeug nehmen. Wobei auch der Tank leer gehen wird. Wir haben nämlich so gut wie keine Chance. Wir haben nämlich den Dings nicht gefunden, den Hydranten. Ich weiß nicht, wo er ist. Also wenn ich ihn jetzt irgendwo sehe, dann ist das nächste. Guck mal, da brennt nämlich schon wieder das Dach. Das ist echt zum Kotzen. Hier brennt. Ihr seht, das geht richtig schnell, dass das Dach hier wieder anfängt zu brennen. Wir bräuchten hier am besten die Drehleiter, oder wir müssen wirklich mit dem Feuerwehrwagen hier hinfahren und... Das könnt ihr vergessen, also wir verkacken schon, das seht ihr selber. Ihr seht es, ich komme auch nicht aufs Dach drauf, ne? Nee, komme ich nicht drauf. Das ist... Ihr seht, ey, man hängt überall fest, Alter, das ist ein bisschen scheiße. Das Einzige, was wir probieren könnten, ist von unten zu löschen, aber das wird nicht funktionieren. Von drin bringt auch nichts, also es ist echt, wir bräuchten Hydranten. Ihr seht, hier ist schon wieder alles am Lichterloh am Brennen. Keine Chance, 6 Sekunden noch, wir haben verkackt, also das ist nämlich schwer, du musst von beiden Seiten angreifen. So, wir machen das jetzt ganz einfach, wir gucken jetzt, jetzt ist zwar dieser Balken im Weg, aber, ach shit, wir können uns nicht mehr bewegen. Ich wollte gerade sagen, wir gucken jetzt rum, ob wir irgendwo den Hydranten sehen, aber es funktioniert nicht, also wir brauchen eigentlich den Hydranten echt, sonst haben wir zu wenig Wasser. Mit Sand ist alle. Naja. Das ist schlecht. Also wir müssten eigentlich... Das Drehleiter-Ding war am geilsten, muss ich sagen. So, fahren wir weiter. Versuchen wir es nochmal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nein, in der Richtung müssen wir. Wir machen das jetzt, wie gesagt, also... Ich hab, weiß auch gar nicht, wie ich das früher geschafft habe, also bei mir am ersten Mal, da wusste ich nämlich gar nicht, dass diese Karre eine Spritze vorne dran hat. Also ich hatte es mal gesehen, aber das war mir jetzt nicht so bewusst. Und dann habe ich sie nämlich gar nicht benutzt und ich habe es trotzdem geschafft, aber ich weiß nicht mehr wie. Vor allem, wie gesagt, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, die Kollegen, die du hier dabei hast, die tun nichts, also die bringt gegen das Feuer gar nichts. Wir gucken jetzt beim Vorbeifahren. Wir haben 3 Anleitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Nochmal hier beim Vorbeiheizen, ob man hier wirklich irgendwo. Hier ist keiner. Ihr seht auch keinen, ne? So, Druck hochregeln. So, mal kurz die Kamera ändern. Ja, das war wieder ein Fehler. Wir müssen nämlich gerade vor dem Haus stehen. Nicht so.
So, und jetzt können wir nämlich mit dem Ding hier anfangen zu löschen. Seht ihr, das geht eigentlich ganz gut. Das hilft echt. Jetzt gehen wir, rennen wir schnell hier hin, nehmt den Schlauch und greift von der anderen Seite an. So, jetzt haben wir nämlich das eine halbe Dach schon mal sauber. Der hält zwar wie gesagt nicht ewig durch, aber vielleicht schaffen wir es. Ich schaffe es in der Zwischenzeit hier das Ganze wegzukriegen. Aber wir haben ja heute jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir müssen nur, wie gesagt, verhindern, dass das sich wieder nach rechts ausbreitet. Und trotzdem weiter nach links löschen. Okay, leer. Das ist jetzt scheiße, jetzt haben wir nämlich wieder Probleme. Und brennt die Haushälfte wieder. Wir könnten Glück haben, wir könnten Glück haben, dass wir es schaffen. Das ist jetzt echt ein spannender Auftrag. Lauf, 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 schneller, du.
Das Dach brennt, glaube ich, nicht mehr. Wir haben noch 1,5 Minuten. Wir müssen jetzt echt laufen, 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 laufen. Ich glaube, es brennt nur noch diese Ecke da hinten. Da müssen wir jetzt aber hinlaufen. Und zwar hier nur noch der kleine Müllsack. Das wäre jetzt der Idealfall. Jawoll, wir haben es geschafft. Das ist natürlich genial. Also wir haben es echt geschafft, die Mission abzubrechen. Das abzuschießen, das ist natürlich jetzt absolut geil. Alter. Dafür ist die Folge auch ein bisschen länger. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.